Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Landwirtschaftssimulator 2015 Gold Edition. Ja, wie wir es euch versprochen haben, also mit dem Randy erstmal, ne? Peace und lange Löhne. Und. Kuckuck. Warte mal, kann ich jetzt. Konnte ich gerade nee. Hochkehren? Ne, egal. Wie wir es euch versprochen haben, natürlich auch noch die Map. Wie hieß die? Kannst du Essling Sanowskas so Esst irgendwas klicken? Eigentlich bei I. Sosnovka, genau. Sosnovka ist die neue Map. Roska. Die gibt's hier, ich nehme die Weisen. Und wir sind hier gerade beim Händler und wollen uns natürlich jetzt die Karte mit euch mal anschauen. Und ihr seht schon, wenn man aus dem Händler rausfährt, Tschernobyl. Nee, Spaß. sieht schon richtig cool aus. Aber wir haben den Händler in dem Sinne noch gar nicht gezeigt, weil man sieht ja, man kann jetzt, also die Fahrzeuge spawnen im Händler drin. Kauf mal was. Ich kauf mal was. Also der Händler mal ganz anders, das sieht echt cool aus, finde ich. Ah, cool. Wow, jetzt ruckelt's aber hier. So, sehr cool. Ah, das ist schon geil. Ja, ich hör mal auf jetzt, Alter, bei mir hakt's hier. Ja, die Fahrzeuge spawnen da drin, dann kann man die direkt dort abholen. Und das ist natürlich absolut mega. So, wollen wir links oder rechts rumfahren? Wir klicken erstmal auf den neuen. Naja, hab ich ja. Achso, da hast du ja. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal erstmal so rechts rum. Rechts rum. Ja. Rechts rum hoch und dann hinten so ein bisschen runter. Was auch sehr, sehr geil ist, ja? Nö, bitte. Was auch sehr, sehr geil ist, ist die Straßen, ihr seht es, rechts und links. Die sind richtig schön ausgefranst, sieht halt aus wie. Erstmal ins Forst rein? Wie kaputte Straßen eben. Hier ist ein Wald. Ja, links von uns. Ja, ist ein Wald. Ist ein Wald, also Forst. Ja, ein Wald eben. Ein Wald eben. So, was haben wir denn hier? Warte mal, was haben wir denn hier? Das ist der Hühnerstall. Sieht mitten auf der Stadt. Tatsächlich? Ja. Okay. Aber das finde ich noch geiler hier. Das kleine Häuschen hier. kannst du chillen. Oh, guck mal, die Hühner haben sogar einen Unterstand. Dass sie nicht einen Sonnenbrand kriegen bei Schönwetter. So, ja. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal hier weiterfahren. Denn auf der. Was? Nee. Achso. Denn hier auf der rechten Seite haben wir noch ein Silo, oder was das ist? Das ist ein Silo und weiter rechts haben wir sogar eine Tankstelle. Das ist eine Verkaufsstelle hier. Verkaufsstelle für Gras ist das, glaube ich. Genau, und hier ist die Tanke. Nice. Aber die sieht auch cool aus. Aber die scheint. Hat die offen noch? Die sieht so, naja. Selber abzapfen, das was noch da ist. Und den Dreck. Treibstoff. Ja, mein Fahrzeug benötigt Treibstoff. Wussten wir schon, aber danke anscheinend. So, fahren wir mal weiter. Guck mal, hier vorne gabelt sich nicht. Ne, hier gabelt sich nicht. Wir fahren einfach mal geradeaus. Das ist nämlich der Eierverkauf und die Bank. Und da schauen wir einfach mal. Das kleine Städtchen namens halt. Schuschuopka. Schurka. Irgendwie sowas halt, ne? Ja, fährt nicht so schnell rückwärts wie vorwärts, ne? Ne, irgendwie nicht. Okay. Ich konnte noch nie Russisch. Aber wunderschönes Spiel. Also sieht wirklich ein bisschen. Es hat so ein bisschen dieses. Spielplatz. Das Tschernobyl-Flair, finde ich. Wirklich, also so. Keine Ahnung. Wie als wenn es mal so eine blühende Stadt gewesen ist, die dann halt, irgendwie. Rutschen, dem Untergang geweiht ist. Was sagst du? Ich war gerade rutschen, so. Schön. Also den Spielplatz links. Ja, nee, das sieht wirklich nicht gerade sehr belebt hier aus, aber es laufen ein paar Leute rum. Jo. Ist auch ein kurzärmlich, also von daher. Scheint warm zu sein. Scheint warm zu sein. So, hier haben wir noch eine Tankstelle. Ach, das ist der Eierverkauf hier. Und hier haben wir noch eine alte, was auch immer, ist das eine Kirche? Eine alte Kirche? Krass. Mich würde mal interessieren, warum ist hier parallel eine Straße? Das verstehe ich nicht so richtig. Achso, hier kann ich gar nicht lang fahren. Achso, das sind die Schienen. Na, ich bin ein Droll. Das sind die Schienen, okay? Und die Schranke ist unten. Okay. Du bist rechts rein, ne? Jo. So, dann können wir gerade mal hier geradeaus fahren zur BGA. Ja, dann kommst du zur BGA und die sieht richtig geil aus. Also komplett umgestaltet. Das ist nochmal ein schönes Wort. So, Moment. Tschka. Ui. Kleinen Moment. Okay, cool. Ja, BGR, ihr seht schon, sieht total anders aus. Aber sehr, sehr cool, wie ich finde. Die Silos, die Fahrsilos sind natürlich auch richtig geil. Mhm. Aber die BGR sieht wirklich fett aus, oder?
Die sieht fett aus. Und hier der ist dicke. Größer, ne? Ja, irgendwie schon. Warte mal, komm mal da. Danke fürs Anfahren. Da kann man sogar. Auch hier dieser kleine Hubi über die Straße, weil hier die Leitungen drunter durch verlegt sind. Ist natürlich cool. Und man kann sogar hoch. Klar kann man hoch, seine Treppe. Naja. So. Hier haben wir sogar die Waage. Also hier ist quasi die Einfahrt, die BGR. Kann man einmal über hier machen. Funktioniert die Waage? Die ist um einiges größer. Wenn du die Standard-BGRs anguckst und auch die BGR damals im Titanium-Addon, da war das ist die ja hier ein Scheißdreck. Ne? Ja. Also um einiges größer auf jeden Fall. Wahnsinn. Okay, cool. Fahren wir mal weiter. Ich bin mal gespannt dann da unten auf das Wasser. Da bin ich echt mal gespannt. Also nicht aufs Wasser an sich, sondern an so wie das gestaltet ist. Weil der sah auf den Screenshots sah das schon richtig fett aus. Also, wo willst denn du hin? Nö, da geht's eigentlich schneller zum Wasser. Ich will da nicht zum Wasser. Ja, aber komm, hier die Transportfirma müssen wir noch mitnehmen. Und hier rechts haben wir natürlich jetzt die ganzen Felder. Die sind auch cool. Kann man direkt schön zusammen machen zu einem Feld. Also die könnte man echt cool zusammenlegen hier, aber das glaube ich brauchen wir nicht mal. Zumal hier so viel Wiese rundherum, wie du siehst, ne? Ja. Aber echt cool gemacht. Sind zwar weiterhin diese Quadrate, aber... Das ist die Transportfirma? Okay, krass. Verkaufsstellen halt, oder? Ah, hier kannst du den Zug abführen. Ach ja, stimmt. Und da fährt er los. Da fährt er los. Aber was kannst du hier verkaufen in der Transportfirma? Warte mal, was nehmen die an? Da müssen wir mal noch gucken, da gibt's vieles. Würde ich mal behaupten. Transportfirma. Erdäpfeln, Zuckerrüben, Hackschnitzel. Und Silage. Gut, schön. Schön. Sieht wirklich schön aus. Ihr seht ja sicherlich auch schon das Gras, das haben sie auch nochmal überarbeitet. Das ist jetzt in dem Sinne so Mod-Gras, was man jetzt schon von solchen Mod-Maps momentan kennt. Wirkt halt einfach noch mit diesen ganzen, ich nenne es mal Boosteblumen, ein bisschen. Boosteblumen. Ja. Mit 3B. Ja. Die Boosteblumen. So, hier ist nochmal eine Tankstelle. Sehr schön. Und dann können wir direkt hier mal links abbiegen. Ui. Ich habe einen Zug noch fast eingeholt. Boah, Alter, wieso driftet der? Alter Schwede. Das driftet ein bisschen. War der schon immer so scheiße? Ja. Okay. Wir fahren bloß mit den Dingern nicht. Ach, hier auch mit den Leitplanken und den Schildern. Sieht schon geil aus. So ein bisschen angerostet. Ist schon echt ganz cool. So, jetzt haben wir gleich hier das kühle Nass. Mal gucken. Ist das geil. Das wirkt im Vergleich. Na gut, bei Björnheim gab es ja einfach nur die jene Ding, die da so runtergeplatschert ist, ne? Schön, dass du meine Karre wegziehst. Naja, wenn du hinter mir parkst. So. Pass auf hier. Ja. Was haben wir jetzt hier? Ach, das ist die Wolle hier. Hier ist die Spinnerei. Weberei, whatever. Und da haben wir auch wieder so ein Ziel. Also dieser Grasverkauf, da muss man mehrmals hier sein, wenn es da wirklich ein Grasverkauf ist. Weil ich ganz mehr. Ja. Warum sollte man das Silo simpeln? Aber das sieht schon geil aus hier, ne? Das ist schon richtig fett. Ja, ja, klar. Ja, das wird wahrscheinlich so ein kleines Wasserkraftwerk sein oder so. Wow. Ja, klar, hier ist ein Stromtrabo. Ja, man sieht es halt auch durch die Höhenunterschiede, weißt du? Ups. An den ganzen Dingern, das ist schon um einiges besser wie diese kleinen Wasserfälle, die bis jetzt immer so mit reingemodelt wurden. Naja. Also das ist echt nice. Das ist wirklich richtig nice gemacht. Gefällt mir extrem gut. Ja, man kann ja sogar drehen. Also so die Kulisse und so, es macht schon echt was her, ne? Und das Wasser wird auch nochmal überarbeitet, das sieht jetzt auch nochmal anders. Ey, du kannst ein bisschen runter? Ah ne, da bist du jetzt runtergefallen, ne? Ja. Okay. Oh, du kannst auch ganz schön steile Hänge hochlaufen, du. Klar, Junge. Adidas. So, warte mal. Nicht Red Bull. Ne, ach komm, hier, geradeaus geht's zum Gartencenter, da ist die Straße sowieso vorbei. Ja. Aber das muss man mal auf sich wirken lassen. Das ist schon wirklich sehr, sehr nice gemacht. Zur Sägerei müssen wir dann noch unbedingt. Naja. Schreinerei. Sägewerk. So. Sehr schön, Werk, hier ist das Gartenset. Ja. Wer baut sowas, Alter? Ja. War die steif? Vor allem die Fenster gleich noch mit so schief eingebaut. Was geht ab? Hab ich den Set auch noch nicht so gesehen. Nicht. Ah, ja. Warte mal. Geht's hier rein irgendwo? Ja, das wäre. Ne, hier ist. Nee, aber hier ist Verkaufsstelle. Ach so, jetzt weiß ich auch, was das ist. Haha. Hier ist die Verkaufsstelle.
Ja. Das ist ein Förderband. Mit Fenstern. Da ist ein Förderband, glaub mir. Das ist ein Förderband drin. Dann geht es hier um den Turm und dann hier wird das dann, was weiß ich. Cool. Zwei Schornsteine hier. An der Gärtnerei, das ist hier, was kann man denn an der Gärtnerei? Gartensender, da kann man nur Hackschnitzel verkaufen. Aha. 2000. Aber hier gibt's Salat. Sehe ich ja, so. Das wäre auch mal schön, wenn sowas. Ach, der Sonnenuntergang, der sieht jetzt schon auch schon episch aus, ne? Ja. Sieht schon echt cool aus. Aber performance-technisch ist natürlich auch wieder eine ganz andere Hausnummer. Ja. So. Jetzt müssen wir zurückfahren. Zum Säische Berg. Und dann fahren wir gerade. Okay, dann fahren wir da lang. Na gut. So, müssen wir hier wieder rechts über den Damm. Über den Damm, das klingt irgendwie so. Ich muss immer an sexuelle Sachen denken, wenn ich Damm sage. Ah ja. Ja, Damm ist das. Das direkt nach diversen Körperöffnungen. Ah ja, okay. Na dann. Also, wenn du irgendwann auch mal eine Frau nackt siehst, Randy, dann. Dann sage ich, öffne deinen Damm. Nein. Ah, nee, das ist vielleicht nicht so gut, wenn du das gleich als erstes bringst. Das ist, nee. Herr Blümstein, wer hat dir sowas beigebracht? McManus, ich hab seine Adresse. Nee, sag bitte MC4-Nuss, MC2-Nuss oder sowas. 2-Nuss, ja, oder so. Ah, ja. Oh, jetzt kommt der zu rasch zurückgefahren. Ja. Naja, ein bisschen weit hier. Also, weiter Weg, so, jetzt kommt. Guck mal, da gehen ja sogar die Bahnschranken drunter. Naja, sicher. Hab ich schon vorher schon gesehen. Aber hier die Brücke auch, da Obershit. Ich finde das cool, wie das hier so gemacht ist, wie sie diese Erde da, weißt du, so an der Seite, wie dies, wo der Fluss durchläuft. Das finde ich richtig gut gemacht. Wenn du siehst die Bahnstrecke, wie weit die geht, einfach nicht so 2-3 Meter, willst du zu abfahren, so was weg in der Dünne. Ja, ist auch richtig so, also ganz ehrlich. Aber hier das Gelände, oh, das sieht auch sehr schön aus. So, hier ist Sägewerk, hier ist das Sägewerk. Ja. Ah, da muss der Zug ja vorbei. Richtig. Oh, das sieht auch komplett anders aus, ne? Ja, da vorne ist der Trigger, wo du es halt draufschmeißt. Ich glaube, jetzt kannst du es halt nicht mal so auf den Zug draufschmeißen, aber. Das finde ich aber besser. Und dann geht das hier rein und wird hier verarbeitet. Hier liegt schon das ganze Holz. Lass mal abfahren, die Beule hier. Die Beule, wo ist es denn hier vorne? Fährt er hin? Vorwärts, der fährt cool. Vor. Fährt er links? Fährt. Ja, der muss ja links. Vielleicht ist es zu Ende. Oh, cool. Das ist schon geil. Das ist schon echt die geil. Die geht ja jetzt noch. Wo sind wir? Ach nee, die endet dann hier hinten irgendwann. Ja. Das Sägewerk ist auch, muss man sagen. Eine feine Sache, eine wirklich feine Sache. Aber ich will mal ein bisschen. Ich bin gespannt, wann die ersten Modmaps kommen, Alter. Gut, also ich brauche Wand. Bist du irgendwie von der Karte verschwunden gerade, was mich. Ach, da bist du wieder. Ja, ich wollte eigentlich die Gleisen nach vorne gucken, wo das endet. Leider wurde ich dann durch eine unsichtbare Wand gebremst. Okay, was haben wir hier? Auch hier ein kleines Wasserloch. Sieht wirklich alle super nice aus. Es ist halt, die Karte ist halt in sich schlüssig, ne? Das muss man wirklich sagen. Also das ist schon wirklich gut. Auch hier diese alten Platten mit diesen Texturen, ein bisschen Gras dazwischen gewachsen, die Platten kaputt und gerissen, alles ein bisschen verrostet und so. Es hat halt wirklich so einen ganz alten Charme, aber ich fühle mich manchmal auf der Karte hier, wenn ich so meine Runden drehe, wenn ich jetzt hier alleine spielen würde, da würde ich, denke ich, manchmal würde ich vergessen, ob ich jetzt LS oder Fallout spiele. Ja. So, keine Ahnung. So vom Ambiente her, das ist so ein bisschen. Naja. So, dann haben wir hier dann einmal die Schafswolle. Warte, inklusive Schaffarm. Bin eigentlich nur auf der anderen Seite. Der Straße gewesen. So, aus dem Powers Umlenkemanöver. Ja. Oder auch nicht. So, jetzt. Was ist hier die Schafe? Ach, hier sind die Schafe. Map-Dot-Trigger oder was? Nee. Nee, das ist, wo die sind? Das ist ein sehr kleiner Dorf. Ach so, hier draußen auf der Wiese. Siehst du den kleinen Huckel? Da kommt die Welle raus. Ach so, ja. Da. Ach, sehe ich. Da, sehe ich. Da.
Ui. Ich will unbedingt. Da gab es ein Bild, wo so ein riesen Schornstein halt war und so ein übelstes. Könnte es Biomasseheizkraftwerk sein? Wo ist ja ihr Gelände? Okay. Naja, gut. Ja, dann was um was für ein Gelände? Mosaik-Gemälde, so in der Art, so Rischhaltner. Ach so, ja, weiß ich. Auf der Mauer, ne? Ja, in genau, dem Fabrikfenster. Genau. Ich weiß. So, mal schauen, ob das hier irgendwo ist. Ja, doch, das sieht gut aus. Das ist jetzt Güterbahnhof, meine Sachen. Das Güterbahnhof ist ja auch geil, ne? Mit diesen Förderbändern, das ist. Ja, und ein Auto, was drauf hängen bleibt. Das mit den Förderbändern finde ich richtig cool. Ich bin gespannt, ob die animiert sind. Das wäre echt geil, wenn das ja, noch angezeigt werden würde, so ein bisschen. Ach, ich glaube, da hinten könnte es sein. Ah, hier kann es nicht so viel Damage waschen, wir können alles auf jeden Fall abfahren lassen. So viel Interaktion gab es noch nie. Ui. Das Riemen ist ja auch noch eher, ne? Das sieht schon cool aus, ne? Hier ist auch noch eine Verkaufstrigger. Hier kannst du nochmal einen Zug abfahren lassen, wie cool. Da drüben? Ja. So, warte mal, dann sind wir jetzt hier. Hier, das ist das Gebäude. Ich glaube, das Gebäude ist das. Bin mir nicht sicher, aber. Aber das Fenster ist nicht da. Na. Da muss ja irgendwo so ein Schornstein, so ein großer in der Nähe sein. Ach, warte mal, das da hinten, oder? Drüber bei mir. Auf jeden Fall ist da irgendwas drauf. Das könnte das sein, ja, da ist auf jeden Fall ein Schornstein. Das ist das Biomassewerk, oder? Nee, warte mal. Bio, wäre doch Bioheizkraftwerk. Ja. Ah, hier kannst du Baumstämme abladen, das ist geil. Mensch, jetzt genau Dead Fahrphysik. Also von dem Ding ist wirklich eine Katastrophe, Alter. Ich würde das am liebsten. Ja, hier ist Orange nicht. Ah, das ist es trotzdem, ne? Ja, das Bild, Thumbnail, Screenshot eben, ne? Also Screenshot, in dem Sinne jetzt auch nicht, aber. Verweis, aber diese Straßen hier sind ein wenig verwirrend. Ja. Dieser Kreisverkehr hier mit 5000 Ausfahrten. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass das irgendwo noch in der Stadt stand. Ah, hier ist noch eine Tanke. So, warte mal, dann biegen wir hier gleich mal links ab. So. Heizen hier durch den Grasverkauf, der hier schon wieder ist. Na gut, es gibt ja genug Wiese hier, ne? Also, deswegen gibt es ja gibt's hier Grasfelder. Ne, hier gibt es gar kein Grasfeld. Ja, hast du viel Wiese hier rundherum? Kannst du die alle so abschlicken. Ah, da hinten kommt ja nochmal eine Stadt, wenn das nicht gerade die gleiche ist. Obwohl. Dieselbe. Das ist dieselbe, schade. Meinst du? Ne, ist es nicht. Ne. So, jetzt müssen wir aber nochmal ganz kurz gucken hier vorne. An dieser Gabelung, wie das aussieht von dem Fluss. Oh, mit der kleinen Insel in der Mitte. Ach, hier ist unser Hof. Ja. Ah, hier ist auch diese Holzbrücke, die geile. Die finde ich auch super, ey. Ja. Ich komme mal Quaffel da rein. Da kannst du hier, das ist geil, da kannst du hier mit dem Buffalo oder so, mit dem Ponzi-Maschinen eben, kannst du dich in den Wald reinbrettern. Richtig cool, weil hier ist ja auch das Forstgebiet. Also hier, der Baum. Ah, ja, stimmt, hier ist die Brücke. Genau, und hier kannst du ins Forstgebiet rein. Auch hier liegen die alten Rohre drin. Guck dir's an, Junge. Schwablade. Ja, um das doch mit. Schön. Sieht wirklich gut aus. Aber die Seerosen und das Ganze, wenn das Seerosen sind. Oder Seeschaf oder irgendwas halt, ne? Wie sich das immer schimpft. Ja, was damit? Ja, es ist im Wasser drin. Ach du, ja, Tatsache ist das so. Ja, Tatsache. Oh, hier brauchst aber Leistung, wenn die hier hoch willst, Wald. Alter Schwede. Es geht schon. Ja gut, allgemein, wie riesig das hier ist. Mal klar, die Bäume sind alle die gleichen. Tritratralala ist ja auch noch nett. Finde ich schade, dass bei den Bäumen sich nicht so viel verändert hat. Dass da nichts Neues gekommen ist, weißt du? Ich meine, so ein paar neue, ich weiß nicht, wenn man so eine Map baut, neue Bäume zu machen, wo ist das Problem? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Alter, heute lässt aber sächsisch wieder richtig raushängen, oder? Wieso denn? Ist eine gute Frage! Ist eine gute Frage! Oh Gott.
Bist du ein Bob manchmal. Achso, ja, hier ist ja der Hof, den haben wir auch noch nicht gezeigt. Aber den haben wir natürlich gezeigt beim Vorstellen von den Fahrzeugen so ein bisschen. Hier haben wir noch so einen Strohverkauf. Dann hier sind noch ein paar Unterstände. Genau, hier ist wieder eine Waage. Dann haben wir hier, Moment, hier hinten, das ist cool, das ist der Kuhstall. Hier, genau, hier werden die Kuh gefüttert und allen drum und dran. Ne? Da die Milk, Speedo 3000. So, und ja, hier, das finde ich auch noch ganz nice. Hier haben wir das Hackschnitzellager, Kartoffeln und Zuckerrüben. Auch wieder mit diesen Förderbändern. Sehr cool gemacht auf jeden Fall. Und ich muss mal ganz kurz noch was schauen. Und zwar, da habe ich noch was entdeckt. Wo bist du jetzt? Da oben, oder was? Ich bin gerade noch da oben. Ich hatte jetzt gedacht, da muss doch irgendwo diese komische Stadt oder sein. Aber ne, irgendwie nicht. Ach, werden wir irgendwann im Laufe des Let's Play sicher was zu finden. Warte mal, ich gucke noch zum Dorfgetreidespeicher, Holzlager und Bäckerei fix. Das ist ja gleich nebeneinander. Wow. Also die Brücke hier, die finde ich auch klasse. Auch hier unten diese, wie das mit Beton eben befestigt ist, ne? Dann ist Getreidespeicher, glaube ich, oder? Dorfgetreidespeicher, genau. Dorfgetreidespeicher, das ist ja auch cool. Oh, so, hier ist der Händler. Komm mal auf, das ist, was ist das? Holzlager. Hm. Oh, cool. Aber Holzlager verstehe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Also, warte mal, das ist eine Verkaufsstelle, oder? Ja, das ist eine Verkaufsstelle. Teich. Wollen Sie Holz verkaufen, so können Sie hier es in den Teich befördern. Für lange und gerade Holzstücke erhalten Sie mehr Geld als für kurze und krumme Stücke. Ist natürlich nicht schlecht. Oh nein. So, dann ist die Bäckerei. Ach, also, guck mal, da ist das Bild an der Bäckerei, ist das Bild. Ah, ja. Da haben wir es doch noch gefunden. Dieses wunderschöne Bild. Sieht echt cool aus, oder? Jetzt muss man sich einfach mal so ein bisschen genießen. Ah, das ist schon geil. Cool gemacht. Werde ich das Thumbnail nehmen. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch noch eine Verkaufsstelle bei der Bäckerei. Logischerweise. Und hier oben haben wir auch noch ein kleines Dörflein. So sieht das? So mini. Schön. Na gut. Na gut, würde ich sagen, mit diesem schönen Bild verabschieden wir uns. Warte mal, was sind das alles für Leitungen hier? Der Stadt oder was? Ja, diese gelben Leitungen. Warte mal, wo gehen die hin? Wasser. Warte mal, hier geht die hin. Oh Gott. Wenn es jetzt nicht auf Russisch stehen würde. Ist das Wasser? Ist wirklich Wasserleitung? Haben die. Nee, die haben doch nicht oberirdisch so ihre Wasserleitung. Kann ich. Aber warte mal, jedes Haus hat hier so einen Anschluss, ne? Oder Gas? Nee, das wäre zu krass. Buch einer dran gefahren, hier so Pfosten weggehauen. Boah, ganze Stadt im Arsch. Oh, hier schöne Garagen. Hier gibt es bestimmt ein paar Bastler oder ein paar russische Mopeds, ey. So ein paar Raritäten. Schmuckstücke. Hat bestimmt der eine oder andere hier in der Garage stehen. Und jedes sieht anders aus. Naja, gut. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, das war's von der Map Sosnovka. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns auf jeden Fall den Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr die Map findet. Und ja, ob ihr das Gold-Addon auch schon habt und so weiter und so fort. Und naja, was gibt es noch zu sagen, denke ich, ist ganz wichtig, weil es wird auf jeden Fall noch ein Let's Play geben auf dieser Map. Da ist auf jeden Fall jetzt aktuell dabei, der Clicky ist dabei, ne? Jedenfalls so, wie er Zeit hat. Genau, dann der Pixelspaß ist mit dabei. Dann haben wir einen ganz neuen Mitspieler, und zwar den Freezy, den können wir ja schon mal ankündigen. Und der Björn, sobald sein Rechner wieder funktioniert. Das hoffen wir mal, dass das jetzt funktionieren wird. So schnell wie möglich. Und ja, so sieht's erstmal aus. Da gibt's hier eine schöne Runde Action. Sind wir ein paar Leute, ne? Können wir ein bisschen was machen. Aber die Map ist auch schön groß. Naja, wir sind erstmal raus. Bis dahin, ne? Tschüss.